Und willkommen zurück. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es fehlen nicht mehr viele Rennen. Es fehlen wirklich nicht mehr viele Rennen. Ich würde sagen, wir machen mal mit der Bay Challenge weiter. Solange ich noch nicht so aufgewärmt bin, ne? Bleiben wir erstmal schön beim Asphalt. Nicht, dass dann hier, ja, sowas Tolles bei rauskommt wie in der letzten Folge. Ganz zu Anfang. Ja. Und es beginnt auch schon. Das ist ja herrlich. Habe ich meinen Wagen eigentlich? Warte mal, ey, ich hätte meinen Wagen noch tunen können noch. Moment, Moment, Moment. Ich exitte mal. Moment, das lief ja gerade eh blöd. Tuning. So, Engine. Machen wir einmal das hier. Es gibt uns ein paar PSs. PS. Jetzt nochmal. Nochmal von vorne, ja. Und diesmal ohne Fail. Ich möchte heute einige Rennen schaffen tatsächlich. Ich möchte heute einen großen Fortschritt machen. Okay. Soweit, so gut. Ja. Okay. Ich bin jetzt erstmal ruhig, bis ich mich sicher fühle. Moment. Oh, das war die Strecke. Wow, was? Was machst du denn da? Alter, huch. Alter, was war das denn? Der sollte doch. Der da. Oh, ja. Da fällt mir nichts so ein. Der ist so extrem. Hat er nach rechts gelenkt und ich. Warum? Warum hast du das gemacht, Auto? Ob wir das jetzt noch schaffen? Ich weiß es gar nicht. Nein! Nein! Ich mach das nochmal. Das ist doch nicht wahr. Beginnt das wieder mit so einem Fail. Aber ich komme mit dieser Verzögerung noch nicht ganz klar. Ich muss mich daran noch erstmal gewöhnen. Mit dieser minimalen. Ein Bruchteil einer Sekunde. Hä? Ja, das war. Okay. Ich war irritiert, weil alle auf einmal da eingebogen sind. Dachte ich, da geht's weiter. Aber dem war nicht so und das hat mich irritiert. So. Zweiter Platz. Der erste, ja, da vorne. So. Jetzt konzentrieren. Und wieder Flat-Out-Modus aktivieren. Das ist das Blöde, wenn man zwischenzeitlich andere Rennspiele spielt, dann gewöhnt man sich halt an deren Steuerung und kommt dann, oder beziehungsweise deren Fahrverhalten und kommt dann bei anderen, also hier bei Flat Out zum Beispiel, komplett aus dem Konzept. Man kommt da gar nicht drauf klar. Okay, so. Oh. Oh, dieses blöde Teil. Ich hätte die Kurve noch geschafft, aber das blöde Teil war am Weg. Nein! Nein, 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 nein. Ich dachte. Ja. Naja, dritter ist auch okay. Also solange ich mich hier noch aufwärme, dachte ich mir, versuche ich wenigstens Dritter zu werden im schlechtesten Fall. Und ja, im schlimmsten Fall, wir kriegen dadurch halt Geld, ne? Womit wir unseren Wagen tun können, sodass der richtig schön overpowered wird. Und dann können wir die Rennen nochmal probieren. Und dann wird das auch klappen. Das ist übrigens, wenn ich mich nicht täusche. Ich hoffe, ich täusche mich da nicht. Das ist die allererste Strecke, die wir jemals gefahren sind. Nur andersherum. Wir fahren die entgegengesetzt. Cool, ne? Und dadurch, dass wir noch schnellere Wagen haben, ist das Ganze noch mal etwas herausfordernder als in der Bronzeklasse. Da konnten wir ja ruhig. Oh, 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 oh. Nein! Nein! Ah, ich stecke in der Wand. Der hat mich da einfach. Habt ihr das gesehen? Der hat mich gegen die Wand geschubst. Den packe ich mir jetzt noch.
Den hole ich noch. Der hat den zweiten Platz nicht verdient. Für so ein mieses Verhalten. Na komm. Gib Gas. Nein. Gib Stoff. Nein. Vierter? Was? Ich traue mich jetzt nicht nach hinten zu gucken. Ich fahre jetzt einfach ins Ziel. Ach, Mist. Ah, so ein Scheiß, nur Dritter. Naja. Machen wir hiermit mal weiter. Mit diesen Dorfstrecken. Oder Landstrecken. Oder Feldstrecken. Was auch immer. So, ich lasse die hier immer gerne alle vor. Weil sonst haben wir das Problem, was wir schon mal hatten. Dann werden wir ständig aus der Kurve gedrückt. Von der ganzen Masse der Wagen. Wieder fahren. So. Wenn man hier einmal geschafft hat, die Führung zu übernehmen, dann ist... Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Dann ist der Rest gar nicht so schwer. Man muss hier nur die Führung übernehmen und dann kann man ganz vorsichtig und dann... Ja. Nicht ganz vorsichtig, aber... Man kann hier so recht entspannt langfahren. Ach, komm schon. Ja, genau. Jetzt sind wir durch. Die Gegner, wir bauen schon den... Also wir bauen schon... Oh. Toll. Wir bauen schon Abstand auf, wollte ich sagen. Mhm. Hast du super gemacht, Marvin. Hast du toll Abstand aufgebaut. Oh, da sieht man, die Gegner machen auch Fahrfehler und das macht, also ich finde, das macht das Spiel sehr sympathisch. Oh, hallo Flat Out, du bist mir ganz sympathisch. Ja, das gibt halt ein bisschen mehr, wie nennt man denn das? Ich finde es auf jeden Fall cool, dass die Gegner hier auch Fahrfehler machen und so. Und nicht perfekt wie ein Computer. Immer derselben Route folgen und keinen Fehler machen und... Nee, wer fährt denn so? So macht doch keiner. Und so hat man halt immer noch Hoffnung, wenn man dann trotzdem Zweiter ist, kurz vor Ziel, dass der Gegner dann noch irgendeinen Unfall macht und dann man trotzdem noch die Führung übernimmt. Finde ich cool. Finde ich einfach cool. So. Ach scheiße, wieder zu schnell. Egal, ich war hier außen rum, okay. Diesmal küsse ich nicht die Latte. Das klingt falsch. Nee, den Mast. Das, ja, klingt auch nicht besser. Ja. So, zweite Runde geschafft. Dann haben wir gleich die dritte. Und wir haben gut Abstand aufgebaut. Und dabei müssen wir nicht mal rasen, ne? Ich fahre hier ganz gemütlich, so. Natürlich jetzt nicht im Schritttempo, aber ich gehe hier auch kein Risiko ein. Ich fahre hier ganz sicher die Kurven lang. Weil sobald man die Führung genommen hat, ist das ja alles kein Problem mehr. Warum das so ist, keine Ahnung. Warum die Gegner schwieriger sind, wenn die führen. Eigentlich müsste das ja umgekehrt sein, aber ich hinter... Frag das nicht, das war knapp und das war noch knapper. Knapp und knapper. Ich hinterfrag das nicht, sondern ich genieße es, dass es so ist. So ist Flat Out an sich eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man fahren kann. Einigermaßen. Nicht so wie ich. Ich habe jetzt irgendwie Angst vor dieser Baustellenstrecke, Kiesgrubenstrecke, was auch immer. Weil ich damit so schlechte Erfahrungen jetzt gemacht habe. Und habe Ziel. Schnell. Yeah! So. Wollen wir uns nochmal an die Baustelle, an die Kiesgrube ranwagen? Was haben wir denn hier? Warte mal, wie viel Geld haben wir? 5.900. Da können wir doch bestimmt irgendwas Cooles holen. Ja, komm, das hier. Was immer das ist. So, Grace, Gold.
Oder bleiben wir bei... Nein. Nein, das Rennen ist schwer. Oder war das Rennen schwer? Oder beide? Ich weiß es nicht. Ich probiere noch mal hier die Kiesgrube. Oder wie ich sie gerne nenne, Baustelle. Probieren wir da unser Glück. Wir haben auf jeden Fall eine bessere Startposition als vorher. So werden wir nicht, auch wenn wir neu starten, die Startposition bleibt da immer gleich. Wenn wir vom Rennen aus direkt neu starten. Somit müssen wir die anderen nicht vorlassen, weil wir sonst aus der Kurve gedrückt werden und so. Also die Startposition ist tatsächlich auch schon wichtig in dem Spiel. Gerade wenn man halt Gegner hat, die so unberechenbar sind und einen gerne von der Straße drängen. So, ich konzentriere mich jetzt auch gar nicht mehr auf die Gegner an sich, sondern ich konzentriere mich nur noch auf die Strecke, wie hier ordentlich zu fahren. Und die Gegner bleiben dann automatisch hinten. Ich muss ja nur hier ganz gelassen meine Kurven fahren, keine Fehler machen, das ist das Wichtigste. Wenn man eine Kurve etwas zu langsam nimmt, okay, ist ja nicht schlimm. Lieber so als zu schnell oder macht man Fehler und haut aus, sich aus der Kurve und ja, darf das ganze Rennen nochmal neu starten. Deswegen, ich war hier ganz entspannt. Auf die Strommasten natürlich aufpassen. Da bleibt man gerne hängen. So. Und auch nicht zu schnell fahren. Das war ein Fehler. Ich bin am Anfang viel zu schnell gefahren. Ich hatte nicht dieses Gefühl. Man muss es ja wirklich fühlen. Ja, so viel zum Thema fühlen. Der Dreck auf meinem Gesicht fühlte sich ganz toll an. So, letzte Runde. Wir sind immer noch Erster. Trotz Crash. Was ja gar nicht so schlecht ist, ne? Und ich werde unkonzentriert. Nein! Fa, 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 fa. Mein Kater schlendert hier gerade um mich herum. Das irritiert. Boah. Nein. Hau ab. Du gelbes Auto. Kann ich ihn gegen die Leit gegen irgendwo gegenschubsen? Ne, ich werde auch jetzt nicht weiter. Ne, 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 ne. Hier, hau mal ab. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Rücksetzen, rücksetzen. Hä? Hä? Was passiert hier? Ah! Doch. Zweiter? Wo ist denn der Erste? Nein! Das ist doch nicht wahr, diese blöde Baustellenstrecke. Komm, alles oder nichts. Nein! Einfach nichts. Oh, das lief so gut. Es lief so gut. Und dann wurde ich abgelenkt. Gut, wir machen nochmal. Es sind die letzten Rennen, da kann man sich ruhig etwas Zeit lassen, finde ich. Also das Spiel ist ja sowieso nicht lang. Da stört das nicht, wenn man ein paar Rennen wiederholt, oder? Aber eine Unachtsamkeit und ja, sobald ich die Gegner eingeholt haben, ja, hast du quasi schon verloren. Da hast du echt gelitten. Es ist so schwer, dann wieder in die Spitze zu kommen. Deswegen am besten sofort in die Spitze und dann kann man auch entspannt fahren. So, diesmal ohne Unfall. Ohne Unfall habe ich gesagt. Ohne Unfall, okay. Super. So. Okay, dann haben wir die Gegner jetzt den Weg versperrt. Dann müsste es einiges runtergefallen sein. Das war auch ganz ohne Absicht. So. Flat-Out 1 erfordert tatsächlich auch sehr viel Konzentration. Also ich kann das, ich spiele es sehr gerne, aber ich merke so nach einigen Rennen, lässt dann die Konzentration nach. Und, och, das ist doch nicht wahr. Am Moment. So. Da wollte mein Kater meinen Kopfhörer essen. Das ist doch nicht wahr.
Warum denn in der Aufnahme? Sonst macht er nichts, sonst ist er lieb und so weiter. Und genau jetzt ist ihm langweilig und da meint er, mich hier ärgern zu müssen. So. Letzte Runde. Kein Fehler. Bloß nicht zu schnell fahren. Lieber zu langsam. Die Gegner passen sich hier an. Super. Wir haben es gleich. Wir haben gleich diese Baustellenstrecke geschafft. Nicht mehr viel. Dann kann ich das abhaken. Okay. Oh, die letzte knifflige Kurve. Die nehme ich jetzt auch etwas langsamer, damit ich nicht wieder gegen diesen Betonböller knalle. Und fertig. Geil. Ja, das war dann die Baustelle. So, was haben wir denn noch? Bleiben wir auf. War das? Was machen wir denn jetzt als nächstes? Den Wagen tun, würde ich sagen, oder? Wie viel Geld haben wir? Können wir uns denn was leisten? 7000. Ja. Okay, Gold. Komm, wir bleiben bei der Baustelle, machen direkt damit weiter. Was ist das hier für eine Strecke? Also die werden auf jeden Fall nicht mehr besser, die werden jetzt immer schwieriger. Und die Gegner dementsprechend natürlich auch. Das sind richtig harte Brocken mittlerweile. Oh mein Gott. Wow, das. Oh, das war knapp. Habe ich den Baum berührt? Weiß es gar nicht. Ja, die Kurven werden auch immer schwieriger. Vor allen Dingen, wenn die Kurven hinter solchen Sprüngen sind. Das ist super gemein. Oh Scheiße, jetzt habe ich ihn mitgenommen. Aber gut. So, zweiter Platz. Den ersten dürften wir noch kriegen. Wir sind ja noch ganz am Anfang des Rennens. Ich habe da eigentlich noch Hoffnung, dass wir den kriegen. Ich will jetzt nicht sofort wieder neu starten. So, hier auf jeden Fall nicht zu schnell. Sonst beschädigen wir das Fahrwerk zu sehr. Und dann haben wir unseren Wagen nicht mehr so gut unter Kontrolle. Okay, boah. Ja, die Strecke hat es schon in sich, muss man sagen. So, da hinten fährt er. Ich versuche ihn zu erreichen. Aber der ist einfach zu gut. Der ist zu gut. Und dieser Baum irritiert. Ach, dieser Baum. Jetzt sind wir Dritter. Ganz toll. Aber ich lasse mich nicht entmutigen. Wir kriegen das trotzdem hin. Ich bin mir sehr sicher. Komm. So. Ne, jetzt. Jetzt ist der Wurm drin. Der Wurm ist dran. Okay, ich würde sagen, wir machen nächste Folge weiter. Wie viele Rennen haben wir denn noch? Ja, es kann sein, dass sich das gegen Ende hin jetzt noch etwas hinzieht, weil die Rennen immer schwieriger werden. Ja, wir schauen mal. Ja, würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich dann einfach mal Tschüss.